Aber es ist geil, da ich das Implantat habe, das Finisher halt Gesundheit herstellen und eine Injektion. Das ist schon echt praktisch. Oh, tut mir leid, ich war anscheinend zu laut. Oh, ich höre dieses... Ich dachte erst, das Geräusch wäre wieder von der Statue, die sich aufbaut. Hab mich schon gefreut. Oh ja! Ob ihr noch mehr könnt, außer irgendwo im Wald rumgammeln. Ja, kämpfen am Wasserfall. Und schleudere den Kopf nach unten. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Aber hier ist die Markierung für das Wildschwein. Verdammt! Abkürzung. Kackwanderweg. Die Leiche klebt auch noch an meinem Fuß fest. Und wieder raushüpfen. Und du bist der Nächste, den ich mir hole. Knack. Ich glaube, ich muss noch eine Tablette nehmen gleich.
Guck. Gut, dass meine Reaktionsgeschwindigkeit heute so toll ist. Jetzt hat einer irgendwie unter das Video geschrieben, war wieder so Fremdwerbung. Mit ja, bla bla bla, ich habe The Search 2 gespielt und war direkt 20 Mal tot in den ersten 15 Minuten. Aber ich bin ja auch ein bisschen älter als du. Guck ich bei dem drauf, ey. Denkst so, ach so, was für eine Scheiße, ey. Der ist ja jünger als ich. Ich bin kein Zeuge. Mein Gott, ich habe 23.000 Tech, ich darf nicht sterben. Oh, der hat mich irgendwie... Das ist ziemlich gay, ey. Oh, und ich kann nicht stoppen jetzt, weil... da 23.000 Scrap einfach rumliegen. Warum starte ich denn hier? Oh, scheiß Dreck, ey. Weil ich zuletzt von hier gestartet bin. Was ist das denn für ein Abfuck? Ah, nee, es geht noch. Weil ich kann hier vorne die Abkürzung nehmen, die irgendwo war. Hier. Moment, das sieht auch so aus, wenn hier was versteckt wäre. Das ist wahrscheinlich der finale Rückweg. Hallo Sarah. Ich hab dir aber eine E-Mail geschrieben, Sarah.
Oh, das war alles? Shit, jetzt habe ich den gerade einmal kurz aus den Augen verloren. Oh nein, ich hab's gesehen, Elektrofallen. Och nö, komm schon. Das ist doch voll... Ich hab sofort, als ich die Elektrofallen gesehen habe, bin ich sofort ausgewichen nach vorne. Und ich kann euch dafür, dass andere... so lustige Leute sind und einfach mit noch mehr Scrap rumrennen. Weil da war schon 10.000 Mal wahrscheinlich die Möglichkeit, das zu entfernen. Und wir legen ja keinen Miniboss, wir legen normalen Boss. Gibt es überhaupt Minibosse? Vor allem war es fast Fremdwerbung. Ich war kurz davor, heute zu bannen. Danke für den Prime, Pegasus. Und ja, es wird ein neues Total War geben und es wird heißen Troy. Beziehungsweise Troja. Ich bin heute wirklich ein wenig angefressen.
Nein, das ist doch nicht wahr! Ups, Entschuldigung. Falsch gedrückt. Das war übrigens weder konstruktiv noch in irgendeiner Form Kritik. Zu sagen, anderer läuft mit mehr Scrap rum, ich soll nicht so rummeckern, ist keine konstruktive Kritik. Das ist einfach nur ein Anmeckern. Konstruktive Kritik ist, du könntest diesen Boss übrigens so und so vielleicht angehen, das wäre etwas einfacher. Als nächstes kommt vielleicht noch, du stehst also nicht auf Meinungsfreiheit, das sind mir die Liebsten, ey. Ja, ich fahre einen Diesel. Und ich habe extra einen Job zu Hause, damit ich die Umwelt nicht verpeste. Ich habe erst letztens gemerkt, dass Greta ihr Asperger-Syndrom hat. Beziehungsweise gemerkt ist das falsche Wort, ich habe es halt gelesen. Vielleicht hätte ich mich vorher dafür mal interessieren sollen, was mit Greta ist. Aber ich habe gedacht, mein Gott, Kinder haben schon vor 20 Jahren vor der UN über Umweltschutz geredet. Das geht auch wieder vorbei. Wenn es in den Ländern, die betroffen sind von den Klimakatastrophen, keine Kinder mehr existieren. Ja, es war gemein. Ich bin gleich besser drauf. Moment. Alter, der ist teilweise so dämlich schnell am Wechseln.
Ah. Kein Bock mehr. Ich habe extra die Drohne zum Ende aufgehoben. Hey Jordan, du willst bestimmt wissen, was hier los ist. Ich denke mal, ich bin noch intriganter als du. Es war leicht, meine Kameraden gegeneinander aufzuhetzen. Fast schon zu leicht. Ich musste nur noch ein wenig Öl ins Feuer gießen. Erst bei Jake, dann bei Faye. Danach brauchte ich nur noch ein Bauernopfer. Hab einen der Anfänger an seinem Zelt erdrosselt. Am nächsten Morgen ging's dann los mit dem Feuerwerk. Sie waren so scharf drauf, sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben, dass ich mich nur zurücklehnen und abwarten musste, wer zuerst ausflippt. Unglaublich. Lang hat's Wir nicht haben keine Kabel isoliert und Die beiden Lager hatten eh schon voneinander die Schnauze. Froh, dass du überlebt hast. Kam mal mein Name zur Sprache, habe ich einige Gerüchte gestreut, um meine Spuren zu verwischen. So, Entschuldigung, Chugga Truck. Bin ein bisschen ins Risiko gegangen. Obwohl, nein, meine Aussage war da eigentlich schon richtig. Ich wollte alle wieder beruhigen, aber das konnte nichts werden. Selbst ich hätte das nicht erwartet, ein solches Maß an Barbarei. Das war ein Blutbad, ganz einfach. Schon bald werde ich als Letzter übrig sein. Die Belohnung wird allein mir gehören. So, wollen wir dann gleich mal loslegen? Ich gehe jetzt noch zur Medibay und dann werden wir im Koop Ghost Recon spielen. Zu viert. Mit der alten Truppe. Und dann nehme ich noch eine Schmerztablette. Da kann ich nächstes Mal noch den letzten Sender fertig machen. Damit ich auch mal die Scrap wegbringen kann. ...44.000 auf Halde. Ach, guck mal, die Brust schon auf Blau. Ich bis jetzt noch keine MK3-Module bekommen habe für dieses Injektionsding. Oh, es kostet ganz schön viel Scrap, die abzugraden. Ach, man gönnt sich ja sonst nichts. Warum habe ich das Vergiftungsding schon mal gebraucht? Machen wir hier erstmal den Break.